Ja, liebe Rammstein-TV-Zuschauer, wie ihr sehen könnt, stehe ich vor dem Rathaus bzw. vor der Verbandsgemeinde Rammstein-Miesenbach. Gleich habe ich ein Interview mit dem Stadt- und Verbandsbürgermeister Ralf Hechler. Und was der zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an. Bitte sehr. Okay, also, lieber Ralf, ich bin heute bei dir im Büro in der Verbandsgemeinde. In der Verbandsgemeinde hier. Ja. Das Jahr 2017 ist schon Mitte Januar. Trotzdem, was wünschst du dir für 2017? Also ich wünsche mir und uns allen, dass wir gesund bleiben. Dann können wir all das, was wir uns vornehmen, auch umsetzen. Und wünsche mir natürlich auch, dass das, was im letzten Jahr gut geklappt hat, dass wir gemeinsam vieles machen für die Stadt und die Verbandsgemeinde Rammstein-Miesenbach, gemeinsam auf den Weg bringen können. Ne? In diesem Jahr stehen zum einen die Landratswahlen an, ja, wo sich der Herr Lessmeister von der CDU aus Hütchenhausen sich zur Wahl stellt. Ja. Und natürlich auch die große Bundestagswahl mit Angela Merkel. Was erwartest du oder was erhoffst du dir von diesen zwei Wahlen in diesem Jahr? Tja, erwarten und hoffen, das ist immer aus der Sicht des Betrachters. Ich freue mich, dass Ralf Lessmeister, er ist ein sehr engagierter Ortsbürgermeister bei uns, macht einen sehr guten Job, wie die anderen Bürgermeister hier bei uns auch, sich bereit erklärt hat, die Nachfolge von Paul Juncker anzutreten. Der Kreistag, da bin ich auch Mitglied, hat ja für den 11. Juni die Wahl festlegen wollen, aber die ADD hat das nicht gemacht. Ich finde das nicht in Ordnung, dass man uns hier im Regen stehen lässt, nicht weiß, wann es losgeht, aber wenn es gemeinsam mit der Bundestagswahl wäre, was ja dann auch kommt, wäre es dann nach der Rammstein-Cup Ende September. Das ist an der Reuschbacher Cup in diesem Fall. Wenn dann am 24. September die Wahlen sind, dann ist das so. Und dann schauen wir mal, wer dann am Schluss die Nase vorne hat. Und natürlich wird es auch spannend im Bund sein, ob die einfachen Parolen von irgendwelchen Gruppierungen greifen oder ob die Leute sich besinnen, wie gut es uns geht und dass man natürlich dann immer noch was verbessern kann, aber sich dann auch am demokratischen Spektrum und in der Mitte sich dann auch beheimatet fühlt, politisch. Also ich bin das auf jeden Fall, aber ich möchte auch niemand vorgreifen, was er zu tun zu lassen hat. Ich warne nur davor, einfachen Wahrheiten nachzulaufen und wie gesagt, abgekoppelt davon, die Landratswahl wird momentan von zwei Personen, das sind beides ordentliche Leute und ich drücke dem Ralf natürlich die Daumen. Was steht denn so für die Kommunen hier bzw. hier in der Stadt an Baumaßnahmen an? Das ist sehr umfangreich. Momentan haben wir ja noch einige Baustellen am Laufen. Das Kanalwerk wird größere Baumaßnahmen wieder machen. Wir haben jetzt in Miesenbach zum Beispiel das Baugebiet, geht jetzt los. Für 1,2 Millionen wird der Auftrag erteilt, dass die 43 Häuschen, die dort geplant sind, auch entstehen können. Nebendran wird am 1. März der Wasgermarkt in Miesenbach eröffnet und wir haben in Rammstein und Miesenbach vier Straßen, die ausgebaut werden mit wiederkehrenden Beiträgen. Das ist in Miesenbach die Eckstraße und am Berghügel und in Rammstein die Lilien-Nikolaus-Straße. Auch da werden rund 250.000 Euro in die Hand genommen. Das sind nur wenige Dinge. Wir haben die Pflegeeinrichtung Lang geht jetzt in Betrieb, das ehemalige Gloria-Kino. Und wir werden natürlich dann einige Dinge auch weiter vorantreiben, so wie auch den Breitbandausbau unserer Stadtwerke, die das vorbildlich hier machen. Wie zum Beispiel jetzt das Jugendbüro aus der Verbandsgemeinde zieht nämlich um. Was hat es damit auf sich? Ja, das Jugendbüro war ja oder ist die ganze Zeit immer noch im Haus des Bürgers, Ecke zum Busbahnhof. Da sind sie schon lange, lange beengt, machen ja auch die ganze Integration und Flüchtlingsarbeit, koordinieren sie. Die Schulsozialarbeit wird dort koordiniert und die ziehen jetzt um in den ehemaligen Fahrradladen, die stand Wendener Straße. Und gegenüber haben sie noch einen zusätzlichen Raum, wo sie dann eben diese Deutschkurse und Sprachkurse, Integrationskurse auch machen können. Sind einfach jetzt dann auch für das, was sie eigentlich alles machen, dann auch räumlich ausgestattet. Und am Haus des Bürgers oder im Haus des Bürgers selbst wird es eine größere Baumaßnahme geben. Wir werden alles Post wie Geschäftsstelle, Infosender aus dem Museum und die Fahrkartenverkäufe mit Bus und Bahn werden wir zentral unten dort umbauen. Das ist eine große Maßnahme und der Busbahnhof selbst wird ebenfalls umgestaltet. Das wird jetzt in 2017 vielleicht schon umgesetzt, aber spätestens dann komplett in 18 umgebaut. Ja, da freuen wir uns bestimmt alle drauf. Großes Projekt, ja. Und das wird auch viele Vorteile mit sich bringen. Ja, hoffen wir doch. Ja. Ja, lieber Ralf, Feuerwehr, Rammstein-Miesenbach, ich denke mal, da klingelt es bei einigen im Kopf. Ja. Was steht denn Großes an bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rammstein-Miesenbach? Ja, die Feuerwehrleute, unsere Frauen und Männer der Feuerwehr sind ja wirklich eine super Einrichtung, die wir haben. Die machen das alles unentgeltlich, ehrenamtlich, dass die Leute auch wissen, die sind 365 Tage im Jahr für uns da.
bei Windwetter, nachts, morgens, mittags, je nachdem, die Leute sind parat und helfen. Helfen den Leuten hier in der Verbandsgemeinde, wenn irgendwas, ein Unfall passiert, wenn es brennt, wenn Wasserschaden oder sonst irgendwas ist, die sind immer da. Wir haben die gut ausgestattet und was steht in diesem Jahr besonders an, neben dem großen neuen Löschfahrzeug, das jetzt beauftragt wurde, feiern die ein großes Jubiläum und zwar am Florianstag, dem 6. Mai. Im Haus des Bürgers, hat er herzlich eingeladen, 150 Jahre Feuerwehr, also seit 1867 gibt es eine Feuerwehr in Ramstein. Dass die ununterbrochen hier ehrenamtlich besetzt ist, ist eine Riesenleistung und ich denke, es wird auch ein Riesenfest. Ja, also liebe Zuschauer, ich bin ja auch in diesem Projekt mit einbezogen und ich kann euch versprechen, da kommt einiges auf euch zu. In diesem Sinne, lieber Ralf, wünsche ich dir für das Jahr 2017 in der Politik und auch im normalen Alltag alles Gute. Danke. Und bleib gesund. Mach's gut. Du auch. Ihr auch alle. Bleibt gesund und begleitet uns aktiv, dass das gut läuft hier in Ramstein-Miesenbach, in der Stadt, aber auch in der ganzen Verbandsgemeinde. Danke. Richtig. Stefan. Genau. Tolles Abschlusswort. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Ramstein-TV-Zuschauer. Das war das große Interview mit Ralf Fechler, dem Verbandsbürgermeister aus Ramstein-Miesenbach. Bis zum nächsten Mal mit Ramstein-TV.